Und glaubst du, dass die, die nicht dabei sind, am Ende die Verlierer waren bei dieser Länderspielperiode? Also hat sich so ein Tim Kleindienst oder ein Angelo Stiller oder ein Jamie Leveling, haben die sich da jetzt reingespielt in diesen Kader und deswegen müssen andere dann beim nächsten Mal zu Hause bleiben, auch wenn sie fit sind? Also das kann individuell schon Spieler treffen. Wir haben ja auch gesehen, Maximilian Bayer nicht dabei, Emre Can nicht dabei, Julian Brandt nicht dabei. Und da haben wir ja genau das. Die Dortmunder Mannschaft hat zu viele Auf und Abs und dann reagiert auch der Bundestrainer und nimmt andere Spieler. Also weil ich aber sehe, dass Julian Nagelsmann nicht nur einen Plan hat, sondern dass es eben auch wirklich umgesetzt wird und auch funktioniert, kann ich jetzt nicht mehr einfach meinen ehemaligen Kapitän Emre Can loben. Im Moment macht das eben Angelo Stiller oder auch Pavlovic besser. Und dann hast du ja noch Andrich und Groß davor. Also das ist schon, glaube ich, stark vom Bundestrainer, alle ranzuführen. Bei Tim Kleindienst, der wird, da habe ich direkt gesagt, der wird es nicht schaffen, weil ich habe ihn in der Bundesliga gesehen, da habe ich natürlich auch Defizite im technischen Bereich gesehen, im Durchsetzungsvermögen 1 gegen 1. Aber er hat eine Qualität im 16er, die du da noch brauchst. Ist aber Niklas Füllkrug wieder hundertprozentig fit, dann wird es etwas schwerer für Tim Kleindienst. Aber er hat zweimal von Anfang an gespielt. Die Spiele wurden gewonnen. Er hat mit Herz und Leidenschaft dort diese beiden Spiele umgesetzt. Also das, da kann man sich ja auch mal kurz revidieren. Also das freut mich wirklich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und dann sind wir wieder beim Bundestrainer und vielleicht auch seinem Team, alle, die mit dabei sind, die es schaffen jetzt, diese Mannschaft total auf Siegen zu eichen, auf Freude und Spaß dabei, diese Zusammensetzung dann trotzdem an die Grenze gehen. Das wird natürlich jetzt für alle anderen schwerer. Wenn ich jetzt an Leroy Sané denke, an den denkt kaum einer. Wenn der aber hundertprozentig fit ist, ist er eigentlich vielleicht sogar der beste Rechts- oder Linksaußen. Kommt drauf an, auf welchen starken Fuß der Bundestrainer ihn haben möchte. Aber es wird eng. Und dann haben wir nämlich dieses Leistungsprinzip, was wir brauchen Richtung WM.